Mein Name ist Klaus Markowski. Ich bin Automobiltechniker bei der Firma John & Bamberg und zuständig für die Versorgung von Massimo mit Hilfsmitteln. Der Junge wurde von uns mit einer Steh- und Gehorthese versorgt, dem sogenannten Swivel Walker. Solche Orthesen finden ihren Einsatz bei Patienten mit Querschnittlähmung oder wie hier bei Massimo mit Muskelerkrankungen, die nicht in der Lage sind, ihr eigenes Körpergewicht mit den Beinen tragen zu können. Durch die Fixierung in dem Walker kann das Kind vertikalisiert werden. Hierdurch werden wichtige Vitalfunktionen unterstützt und die kleinen Patienten können so schon früh ihre Umwelt aufgerichtet erkunden. Nach und nach werden die ersten Schritte eingeleitet und eine Fortbewegung, ein Gehen mit der Orthese wird ermöglicht.